Mädel zusammen. Eigentlich hatte ich vor, ein faktisches Analysevideo zu machen über den Vorfall des Lagerraids. Ich hatte auch schon was vorbereitet. Ich hatte ein Video ein bisschen angefangen zusammenzuschneiden, hat mir ein Skript eben geschrieben, hat mir einzelne Schnipsel und Belege schon rausgesucht gehabt. Hab mir aber dann gestern dennoch gedacht, komm, wart mal ab. Klonter möchte ein Statement noch dazu rausknallen. Schaue ich mir doch erstmal das Statement an. Und ja, bewerte dann, was ich denn insgesamt von der gesamten Sachlage so an für sich halt. Besagtes Statement-Video kam jetzt auch raus. Ich habe es heute jetzt mal im Verlauf des Tages komplett durchgeschaut. Es ist ein Machwerk von ja, mehr als 30 Minuten, aber lässt sich aus meiner persönlichen Perspektive zusammenfassen auf diese drei kurzen Aussagen. Paar Tagen und ich habe noch ein Leben. Erinnert ihr euch vielleicht noch an meine Ankündigung, dass ich täglich streamen möchte? Das hat einen Grund, warum ich das aktuell nicht machen kann. Weil einfach die Zeit fehlt. Weil mir einfach ganz stumpf die Zeit fehlt. Denn im Gegensatz zu Wingel, und ob ihr es glauben möchtet oder nicht, das ist mir an der Stelle echt egal, habe ich eine echte Arbeit. Ja, tut mir leid, wenn ich keine Zeit für YouTube habe. Hier nochmal, ich habe ein Privatleben und nein, ich sitze hier nicht rum und zocke irgendeinen Dulli-Kram. Ich rede von Privat-Privatleben, Real Life, außerhalb vom Computer, ihr wisst, was ich meine. Und weil sich auch viele fragen, oh, Klonter, der wollte uns die Rudi-Tipps vorenthalten, dass wir die ja nicht sehen oder dass wir die halt sehr, sehr, sehr spät sehen. Ich möchte an der Stelle anmerken, dass die Rudi-Tapes vorher halt nur ein Gerücht waren und dass keiner so wirklich an dessen Existenz glaubte. Jetzt ist die Existenz bekannt und jetzt stresst jeder rum und. Aber wäre kein Schwanz am Lager gewesen und hätte ich dort die Rudi-Tapes geborgen, dann wären die Rudi-Tapes immer noch im Lager, würden dort vor sich hin verrotten und wir würden diese Diskussion hier nicht führen. Weil ja einige auch in den Kommentaren rumheulen, wie, also wirklich, dass die Rudi-Tapes vom Lager entwendet wurden. Jetzt mal ernsthaft, ja, wir sind hier im Drachengame. Das Niveau hier im Drachengame ist ganz, ganz, ganz weit unten. Was habt ihr dann hier im Game verloren? Erstmal ernsthaft, wenn euch das nicht passt, das klingt jetzt finklares, aber wie gesagt, wenn euch das nicht passt und euch das Niveau zu niedrig ist, weil man zum Beispiel Drachenlord beleidigt oder man den einfach als Schwein darstellt, also wirklich in Bildform darstellt, oder weil der besucht wird, dann seid ihr einfach in der falschen Bubble. Da oben ist der X-Button. Ne? Viel Spaß. Dann könnt ihr halt einfach woanders hingehen, wenn euch das Niveau zu niedrig ist. Der Rest des Videos, bis auf das, was ich jetzt hier gerade eingespielt habe, doppelt sich eigentlich und gleicht sich bis aufs Haar. Und all das hat mich dann doch dazu bewogen, dass ich heute kein sachliches Statement-Video machen möchte. Keine Erklärung darüber, wie das denn im Genauen abgelaufen sein könnte mit diesem Lager-Raid und wer jetzt eigentlich richtig oder falsch liegt. Sondern dieses Video hat mich tatsächlich so dermaßen angekotzt, dass ich mich einfach dazu entschieden habe, mal frei wieder von der Leber wegzulabern, was ich denn eigentlich von diesem großen, großen Theater so insgesamt halte. Ich werde diese drei Aussagen, die Klonter oder die Primäraussagen, die Klonter da gefällt hat und die ich auch für am relevantesten halt, jetzt mal aufnehmen und ein bisschen analysieren. Klonter sagt relativ schnell im Video, er hat ja ein Real Life. Er macht gerade seine Ausbildung und ist da zeitlich sehr eingespannt und so weiter und so fort. Und das sind ja auch alles Dinge, die super sind. Die kann man bestimmt nicht irgendwie schlecht reden. Das ist eine gute Sache, wenn ein junger Mensch sich irgendwie ja um sein Vorankommen beruflicher Art und Weise bemüht und da auch Erfolge verzeichnen kann. Aber die viel wichtigere Frage, die sich daraus für mich ergibt, wenn man als Klonter in einem Statement-Video zu einer realen, sehr dummen und dämlichen Handlung dann sein Real-Life als Argument vorschiebt, warum man denn die letzten Tage nicht so wirklich auf die ganzen Fragen und Vorwürfe geantwortet hat, dann stellt sich für mich doch schon noch die Frage, warum macht man dann sowas? Also wenn einem das Real-Life so wichtig ist, warum begeht man denn diese ganze Aneinanderkettung von Straftaten, um am Ende ja, wertlosen Nippes, der verraucht, vergilbt und verschmoddert ist, irgendwie klauen zu können. Die Sache ergibt sich nicht so ganz für mich und zeigt für mich persönlich schon gleich zu Beginn des Videos, dass das alles halt ein großes Strohmann-Argument ist. Das zweite Argument, was er dazu anführt, gerade auch in Bezug auf Inge, ist ja, es geht ihm nicht um das Geld, sondern es geht ihm, was weiß ich, um was.
irgendwie darum, uns als Community die Dinge liefern zu können, die wir schon seit Jahren erwarten, wie die beknackten Rudi-Tapes, von denen wir alle wussten, dass da nie was Spannendes drauf ist. Dass diese Dinger existieren, kann man jetzt dahinstellen, ob das immer ganz klar war. Ich glaube aber den meisten von uns, die schon sehr lange dabei sind, war bewusst, dass diese Tapes existieren. Denn Rainer hat auch schon früher, was man wüsste, wenn man nicht wie Klonter erst die ganze Geschichte seit ein paar Jahren macht und davor halt eine Maske war, da müsste man, dass Rainer schon in ganz frühen Streams davon geredet hat, dass er ganz zu Anfang mal Dinge auf Kassette und VHS aufgenommen hat. Das müsste man und daher könnte man sich auch denken, was für Inhalte dort abgespielt werden. Rainer war damals sehr naiv, nicht wirklich interessant und hat meistens auch keine Dinge gesagt, die irgendwie kritisch sind. Der Rest der Inhalte, das hat Klonter dann in seinem Video selber auch klargestellt, sind nicht wirklich spannend und das meiste davon handelt von privaten Familienaufnahmen. Da stellt sich die Frage, muss ich das sehen? Ich habe da kein Interesse dran. Natürlich, wenn Klonter sie jetzt veröffentlicht, werde ich mir die Sache bestimmt mal angucken und ich denke, es werden auch viele andere tun, aber habe ich jetzt die Sache als Mensch irgendwie wirklich gebraucht? Ich glaube nicht. Klonter sagt eben des Weiteren, es ging ihm ja nicht ums Geld. Er hätte nicht vorgehabt, diese Rudi-Tapes in irgendeiner Form zu verscheuern oder für einen großen Preis irgendwie loszuwerden. Und dann stellt sich für mich ja noch mehr die Frage, warum macht man das Ganze? Also wenn einem das echte Leben und den Abschluss der Ausbildung und private Kontakte und so weiter und so fort, die auch wirklich alle wichtiger sind als das Game, so wichtig ist, warum begeht man denn dann einen Diebstahl? Also am Ende muss man doch sagen, jemand, der einen Diebstahl begeht, bezweckt was damit. Und zwar entweder sich in irgendeiner Form bereichern zu können, weil die Dinge, die er halt stiehlt, wertvoll sind und einen hohen Wiederverkaufswert haben, oder weil er damit andere Dinge vorhat. In dem Fall, und das glaube ich nämlich viel mehr, ich glaube Klonter, dass es da nicht um Geld geht, aber es geht um Ansehen. Es geht darum, sein Ego, das man wohl schon sehr lange über YouTube poliert, noch weiter polieren zu können. Und das ist auch die einzige Erklärung, die ich wirklich zu dieser ganzen Sache habe, weil es ist ein High-Risk-Invest mit einem Zero-Outcome. Also im Endeffekt hat Klonter super viel riskiert und nicht nur Klonter, auch die anderen Anwesenden wie ein Tune und so weiter und so fort, die sich an diesem Raid beteiligt haben. Aber der Outcome ist ja eigentlich gleich Zero. Also ein Tune konnte zwar ein paar Stunden nach dem Diebstahl über Twitter mit den ganzen Devotionalien vom Lad flexen, die er sich da irgendwie abgestaubt hat, und konnte sich dann auch noch weitergehend, glaube ich, damit brüsten, irgendwelche Poster an irgendwelche Hater verteilt zu haben. Die Dinger sind aber dann auch relativ schnell wieder verschwunden, weil man Klonter im Autoren-Discord mitgeteilt hat, dass es extrem dämlich und extrem bescheuert ist, nach einem begangenen Diebstahl dann auch noch drüber zu posten, wie geil das ja ist, dass man jetzt private Gegenstände vom Drachen besitzt. Klonter hat daraufhin den Tune zurückgepfiffen, die Posts sind meines Wissens dann auch verschwunden und seitdem wurde so getan, wie dass man das ja alles von Telegram und dem Schanzenwatch-Broadcast irgendwie abgezogen hat. Dass die Originalaufnahmen dort aber nur gelandet sind, weil eben dieser, der jetzt behauptet, diese Aufnahmen wären über Telegram entstanden und er hätte sich nur dieser entlehnt oder bedient, sie hochgeladen hat, das steht auf einem ganz anderen Papier. Oder was heißt hochgeladen? Er hat sie zumindest weitergegeben, damit sie gewisse Personen dann dort hochladen können. Der nächste Punkt, den ich ganz, ganz persönlich ganz daneben finde und ganz lächerlich, vor allem in Bezug darauf, dass man in seinem Statement-Video ja auch noch sagt, ja Leute, wenn ihr das jetzt alle so ernst nehmt, dann solltet ihr doch mal Abstand vom Drachengame nehmen, nehmt euch mal eine Auszeit und beschäftigt euch mit dem Real Life. Dann finde ich es tatsächlich, ehrlich gesagt, ziemlich peinlich, wenn man hingeht und sich ja als der Märtyrer der Rudi-Tapes irgendwie stigmatisiert. Es ist eine peinliche Verteidigungs-Shitshow, in der dann behauptet wird, ja ohne mich und meinen Diebstahl und meine Straftat hätten wir alle nie die Rudi-Tapes gesehen. Ich habe es gerade eben schon mal gesagt, der Inhalt der Rudi-Tapes, das war den meisten Leuten, die schon sehr lange dabei sind, total bewusst, ist völlig belanglos und immens langweilig. Ist nicht spannend. Auf diesen Tapes ist nichts Wichtiges, Klonter. Und du hast auch nichts Wichtiges dadurch getan. Du bist lediglich irgendwo eingebrochen, widerrechtlich, und hast irgendjemandem Zeug geklaut.
das du halt jetzt veröffentlichen kannst. Das ist vielleicht für dich ein großer menschlicher Erfolg, aber ich persönlich halte es für sehr fragwürdig. Und ich halte es auch für sehr fragwürdig, wenn man denn das eigene reale Leben so betont und für so wichtig erachtet, sich in dieser Art und Weise zu torpedieren persönlich, wie du es jetzt tust. Denn dass die ganze Sache Konsequenzen nach sich ziehen wird, darüber brauchen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren. Rainer, und das glaube ich ihm diesmal tatsächlich, hat Anzeige erstattet. Und diese Anzeige und vor allem die völlig einfache Ermittelbarkeit darüber, wer sich daran beteiligt hat, wird auch zu irgendeiner Konsequenz führen. Dass ihr das Zeug geklaut habt und danach so getan habt, als hätte man euch das nur zugeschanzt und dann später habt ihr es doch zugegeben und so weiter und so fort. Dann auch noch zu toppen damit, dass man Tags hinterlässt, einerseits auf dem Schanzengrundstück, das eben nicht mehr in Rainers Besitz ist, sondern im Besitz des Landratamts oder der Gemeinde an sich, ist ja völlig egal. Aber das zu tun, ist eigentlich nochmal so ein Tüpfelchen einfach auf dem I. Also diese Dummheit und diese Vermessenheit, dann damit auch irgendwie durchzukommen, die muss man erstmal besitzen. Gewisse Kutterfreunde waren vor einiger Zeit ja auch an der Schanze und haben dort vermutlich, so wie es aussieht, eine Sachbeschädigung begangen. Aber selbst die haben sich dabei nicht so dumm verhalten, wie ihr das getan habt. Die haben keine Tags von sich hinterlassen und haben auch nicht irgendwo ihre Namen hingeschrieben, um dann sagen zu können, naja, ich bin der Klonterlord und ich war jetzt an der Schanze. Warum man das alles tut, ergibt sich mir wirklich nicht. Der nächste Punkt, danke an Klonter, dass du jetzt praktisch den Moralgeber im Game darstellst, dass du die Handlungsgrenzen festlegst und dass du jetzt einfach so freimütig sagen kannst, naja, das Game war ja schon immer unmoralisch und deswegen ist ja so ein kleiner Diebstahl oder ein widerrechtliches Betreten irgendeines Privatgrundstücks und so weiter und so fort ja gar kein Ding und jeder, der sich darüber echauffiert, der ist ja total doppelmoralisch und so weiter und so fort. Genau diese Sache, Klonter, ist das große Problem. Man wird Rainer nie besiegen können, wenn man sich dieser Dinge schuldig macht. Wie willst du denn, Klonter, in Zukunft, wenn es um irgendwelche Straftaten in Bezug auf Rainer geht oder Straftaten, die Rainer an Hadern begangen hat, dich hinstellen, guten Gewissens und sagen können, ja, das geht ja gar nicht. Das ist eine Straftat. Da hat Rainer eine Beleidigung begangen. Da hat Rainer eine Körperverletzung begangen. Ach, Moment. Du hast ja sogar selber Strafanzeige gestellt wegen übler Nachrede, weil Rainer dich als pädophil bezeichnet hat. Also in Rainers Lager einbrechen und Gegenstände von ihm stehlen ist, da wir alle total unmoralisch sind, völlig in Ordnung. Dich aber wiederum als Pädophilen zu bezeichnen, ist nicht in Ordnung, weil das ist eine Rufschädigung an deinem Namen. Du redest sehr viel von Doppelmoral in deinem Video und dann muss ich dich doch an dieser Stelle fragen, ist das nicht doppelmoralisch? Ist es dann nicht so, dass man dich auch einfach als Pädophilen bezeichnen kann? Denn das ist ja alles irgendwie egal, wir sind im Drachengame. Jeder kann doch tun, was er will. Du kannst irgendwo einbrechen, Rainer kann dich als Pädophil bezeichnen und so weiter und so fort. Also dieses ganze Statement ist nicht konsistent. Es widerspricht sich und es krankt eigentlich schon am Kernpunkt, und zwar, dass man Rainer kritisiert, auf Basis von was? Dass man am Ende genau die gleichen Dinge tut wie der Lat, dass man am Ende genau die gleichen dämlichen Handlungen vorzieht und dann sich aber hinstellt und sagt, ja, aber der Rainer und ja, ich hab euch doch die Rudi-Tapes gebracht. Das bewegt sich argumentativ auf der gleichen Ebene wie die Argumente, die Rainer seit Jahren vorbringt. Und zwar, wenn Rainer Straftaten begeht, dann sagt Rainer, ja, die Hater tun das doch auch und deswegen tue ich das auch. Und nichts anderes hast du als an Argumenten in diesem Fall zu diesem Thema vorgeliefert. Und da muss ich wirklich mich fragen, solltest du vielleicht nicht lieber selber deiner Empfehlung irgendwie folgen, der du ja die ganzen Leuten gegeben hast, die sagen, Klonter, das ist nicht in Ordnung, ich will die Rudi-Tapes vielleicht schon sehen, aber ich muss die jetzt nicht sehen auf Basis dessen, dass sie gestohlen wurden. Diesen Leuten hast du in deinem Video empfohlen, sie sollten sich vielleicht einfach löschen und aus dem Drachengame entfernen. Und so stelle ich mir zum Abschluss die Frage, lieber Klonter,
Vielleicht solltest du entweder ganz großen Abstand vom Drachengame nehmen, denn Leute wie du sind dafür verantwortlich, dass wir uns seit Jahren in einer Abwärtsspirale befinden, die kein Ausmaß mehr kennt. Du bist mitunter dafür verantwortlich, dass eigentlich jedwede Moralgrenzen immer wieder überschritten werden und das einfach nur auf Basis von irgendwelchem infantilen Pipi-Kaka-Humor, den einfach schon niemand mehr seit ganz langer Zeit sehen möchte. Vielleicht, lieber Klonter, solltest einfach du dich löschen. Medal of Honor.